Wir befinden uns auf der B313 von Grafenberg Richtung Nürtingen, kurz vor der Abzweigung nach Tischart. Dort sind wir alarmiert worden zum Verkehrsunfall mit Rettung. War eine eingeklemmte Person, als wir eingetroffen sind. Die Person, die konnte dann auch relativ zügig mit hydraulischen Rettungsgeräten befreit werden. Es war eigentlich relativ unkompliziert. Das Fahrzeug war zwar einigermaßen verformt, aber nachdem die Tür entfernt wurde, konnte man mit dem Rettungszylinder eine Öffnung schaffen, wo man die Person dann auch befreien konnte. Da kann man wirklich von Glück sagen. Natürlich war es heute erster Ferientag. Wenn das vielleicht ein paar Tage früher gewesen wäre, hätte die Sache ganz anders aussehen können. Unsere Leitstelle wurde ein Verkehrsunfall gemeldet zwischen einem Bus und einem PKW. Infolgedessen wurde der Rettungsdienst entsprechend hierher alarmiert. Vor Ort hatten wir die Situation, dass der PKW-Lenker in seinem Fahrzeug eingeklemmt war. Im Bus hatten wir zwei Verletzte, den Busfahrer und einen Fahrgast. Der PKW-Lenker wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit, ist aber dann im Laufe des Einsatzes in der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen. Natürlich beim Eintreffen war es zuerst mal die Situation zu klären, wie viele Fahrgäste sich im Bus befunden hatten. Hier war zum Glück nur ein Fahrgast mit dabei, von daher waren wir mit drei Verletzten hier an der Einsatzstelle konfrontiert und das ging von der Anzahl der Verletzten her noch glimpflich aus. Die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr war wie üblich gewohnt vorbildlich. Die Rettung des Eingeklemmten aus dem Fahrzeug hat sehr zügig stattgefunden. Es gab dann die Übergabe des Patienten an den Rettungsdienst, der dann entsprechend von unserem Notarzt und dem Rettungswagenteam versorgt wurde.